Die Ordnung der Welt und ihre Bewohner. Drei große Bereiche hatten die drei Brüder Odin, Fili und Fe aus dem Leibe Ymirs geschaffen. Das Meer, die Erde und darüber das gewaltige Himmelsgewölbe. Noch aber fehlte es an Bewohnern für die Erde. Da gingen einmal Odin und seine Brüder am Meeresstrand entlang und fanden zwei Baumstämme. Diesen gaben sie Menschengestalt und dann verlieh ihnen Odin den Atem und das Leben. Fili schenkte ihnen den Verstand und die Fähigkeit, sich zu bewegen, Fe aber Antlitz und Rede, Gehör und Sehkraft. Sie gaben dem Paar Kleidung und Namen. Den Mann nannten sie Aska, die Frau Embla. Diese beiden wurden zum Ursprung des gesamten Menschengeschlechts. Odin nahm Frigg zur Ehe, die Tochter Fjörgins, und von diesem Paar stammt das göttliche Geschlecht der Asen ab. Der älteste Sohn Odins war der Asentor, der durch seine riesige Kraft alle anderen übertraf. Die Asen erwählten als ihren Wohnsitz den Raum mitten in der Welt und nannten ihn nach dem Namen ihres Geschlechts Asgard. Odins Sitz hieß Lidskjalf und von dort aus konnte er alles sehen, was in der ganzen Welt vorging. Ihre heilige Gerichtsstätte hatten die Asen am Stamm der Esche Yggdrasil. Das ist ein herrlicher Baum, größer und schöner als alle anderen, und seine Zweige breiten sich über die ganze Welt aus, während der Wipfel hinauf in den Himmel ragt. Drei Wurzeln tragen den Baum und halten ihn aufrecht. Unter der einen Wurzel liegt das Totenreich, in das die Menschen nach ihrem Lebensende eingehen. Unter der zweiten wohnen die Reifriesen. Unter der dritten aber wurde den Menschen ihre Wohnstätte angewiesen. Diesen Bereich nannten die Asen Midgard und schützten ihn durch einen Wall vor den Einfällen der Reifriesen, die den Menschen ebenso wie ihnen selbst feindlich gesinnt sind. Drei Quellen entspringen unter den Wurzeln Yggdrasils. In der einen, Fergelmeer genannt, haust ein Drache namens Nidhögg. Er hasst die Welt und nagt stets an den Wurzeln der Esche, denn er weiß, dass der Baum ebenso lange wie die Welt steht und dass, sobald er fällt, auch die Welt untergehen muss. Die zweite Quelle heißt nach ihrem Herren die Quelle Mimirs. In ihr sind Wissen und Weisheit verborgen und Mimir hütet diese Schätze eifersüchtig. Die dritte Quelle heißt der Urd. Dort wohnen die drei Schwestern Urd, Verdandi und Skuld, die man die Norne nennt und die das Schicksal bestimmen. Man nennt sie daher auch Schicksalsschwestern oder Schicksalsfrauen. Sie behüten und pflegen den Baum, schöpfen Wasser aus der Quelle und begießen ihn damit, sodass er immer frisch bleibt und nicht verdorrt. So wirken sie dem Treiben Nidhöggs entgegen. Zwei Schwäne leben in der Urdquelle, die heilig ist und alles reinigt, was mit ihr in Berührung kommt. Von den die ganze Welt überschattenden Zweigen der Esche fällt der Tau in alle Täler und schenkt ihnen Fruchtbarkeit und Gedeihen. Man nennt aber diesen Tau auch Honigtau und es heißt, dass sich die Bienen davon nähren. So sagt eine alte Dichtung von der Esche Yggdrasil: Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil, die hohe umhüllt von hellem Nebel. Von dort kommt der Tau, der in die Täler fällt. Immergrün steht sie am Urdbrunnen. Hoch oben in den Wipfeln der Esche haust ein Adler. Er ist sehr weise und ein grimmiger Feind des Drachen Nidhögg. Auch Nidhögg hasst den Adler und der Zwist der beiden wird dauernd geschürt und vermehrt durch das Eichhorn Ratatösk, das stets den Stamm Yggdrasils hinauf und hinunterläuft und den beiden Feinden die bösen Worte des anderen hinterbringt. So war nun alles in der Welt gut eingerichtet. Asen und Menschen wohnten in Frieden und kannten keinen Streit. Groß war der Reichtum an Gold und in heiterer Ruhe, mit frohen Unterhaltungen, flossen die Tage dahin.